Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja schön, wenn wir auch in der Krise immer noch was zu lachen haben. Als ich am letzten Freitag den Gipfel in Brüssel beobachtet habe, in der klassischen Rolle des Europäischen Parlaments, die wir jetzt ja auch in der Zukunft haben sollen, da hatte ich den Eindruck, gemessen an der Entwicklung der Krise, dieser Gipfel hat mit der Krise, so wie sie sich im Moment darstellt, überhaupt nichts zu tun. Griechenland nach Jahren der Auseinandersetzung ungelöster Fall, inzwischen mehrere europäische, alte europäische Länder vom Staatsbankrott bedroht und nach OECD-Auffassung die Europäische Union am Rande der Rezession oder vielleicht schon im Weg da rein. Dann diesen Gipfel zu beobachten, da kann ich nur sagen, ich habe einen Gipfel der extremen Verweigerung wahrgenommen. Damit meine ich nicht nur David Cameron. Wie er in die Ecke geschoben worden ist, das fand ich gut, so wie alle anderen auch, weil man kann sich diese britische Strategie des Eigennutzes und den Schutz für diese City, die ja Martin Schulz richtig beschrieben hat, als eine Wurzel des ganzen Übels, mit dem wir uns rumschlagen, man kann sich diese britische Strategie des Eigennutzes nicht länger gefallen lassen. Aber auch als Cameron dann in der Ecke stand, die er sich selber ausgesucht hat, da blieb doch die Frage, was jetzt? Und da ging die Verweigerung weiter. Und ich habe da gesehen eine Wirklichkeitsverweigerung. Und im Zentrum dieser Wirklichkeitsverweigerung steht meiner Meinung nach eine engstirnige und verantwortungslose Analyse der Krise von Angela Merkel. Angela Merkel behauptet, dass die Staatsschulden das Problem sind, das alleinige und zentrale Problem, das uns in diese Krise hineingebracht hat. Und deswegen ist Ihre einzige Antwort, dass die Austeritätspolitik der Weg ist, mit dem wir aus der Krise herauskommen. Ich halte das, muss ich Ihnen sagen, nicht mehr aus, weil die Situation, in der wir heute sind, ist ja das Ergebnis dieser einseitigen Sparmentalität, die die Deutschen für die ganze Europäische Union verordnet haben. Meine Damen und Herren, was wir erwartet haben, war ein Signal für belastbare europäische Solidarität. Entgegen des Rates der Wirtschaftsweisen in Deutschland ist über einen Schuldentilgungsfonds nicht ein Wort geredet worden. Die Banklizenz für EFSF ist kein Thema gewesen. Und das geht nicht, weil wir, und da haben doch die Polen sich den Mund fusselig geredet in ihrer Ratspräsidentschaft, weil wir uns in die Lage versetzen müssen, zentral europäische Staatsanleihen garantieren zu können. Die Banklizenz für EFSF wäre der einfache und klare Weg, das zu schaffen, aber verweigert. Ebenfalls verweigert Maßnahmen gegen die Rezession. So oft ich Ihr Lied höre, Herr Barroso, über nachhaltige Entwicklung in der Europäischen Union, und das höre ich schon seit den Zeiten der Lissabon-Strategie, wo und wie soll sich das denn endlich mal ereignen? Auf diesem Gipfel war das kein Thema. Eine Niederlage habe ich beobachtet von Frau Merkel. Gläubigerbeteiligung, da kann man drüber streiten. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, obwohl Merkel dafür so gekämpft hat. Was für mich offen bleibt, wenn es keine Gläubigerbeteiligung gibt, ist die gesamte Frage der Gerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass wir die Lasten der Krise öffentlich gemeinsam schultern und dass diejenigen, die in der Krise, vor der Krise, mit unseren Schulden verdient haben, deren Vermögen unsere Schulden eigentlich sind, dass die völlig unbeteiligt aus dieser Krise herausgehen. Wie in Zukunft die Vermögenden einbezogen werden, wenn es schon keine Gläubigerbeteiligung gibt, das ist ein großes Thema. Meine Damen und Herren, ich glaube, der Gipfel ist sehr kurz gesprungen. Er war ein Gipfel der Wirklichkeitsverweigerung und ein Gipfel der Demokratieverweigerung. Wir haben keine Antworten auf die akuten Anforderungen der Krise bekommen und wir haben eine Ansage gegen europäische Demokratie bekommen. Ich finde es unerträglich, dass man ein solches Flickwerk uns in der Krise zumutet, wie es dieser
zwischenstaatliche Stabilitätsvertrag sein soll, der neben die europäischen Verträge gestellt wird, was auch immer das heißen soll. Und ich bin froh, dass die Fraktionsvorsitzenden dieses Parlaments gestern beschlossen haben, dass wir im Januar eine Resolution vorlegen werden, in der wir formulieren, welche Antworten auf die Krise jetzt gegeben werden können und ohne Vertragsveränderung gegeben werden können. Ich sage dazu, dass die Wirtschafts- und Solidarunion, die ich und meine Fraktion uns wünschen, dass die ohne Vertragsveränderung nicht gehen wird. Aber alles das, was ich angesprochen habe, was jetzt gehen muss als Antwort auf die Krise, das geht auch ohne Vertragsveränderung. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Applaus